nicht auf die Umstände schauen, Jesus vertrauen. Wer hat das jetzt gerade gesagt? Dort sitzt du. Das ist heute Morgen unser Thema. Halleluja. Nicht auf die Umstände schauen, sondern auf Jesus vertrauen. Und mein Name ist Thomas und ich komme aus dem schönen Vogtland in Sachsen, aus Reichenbach. Und ich bin dort seit 1998 das Pastörchen. Und jetzt haben wir hier zwei geniale Tage gehabt und vielen Dank, dass ich heute Morgen hier bei euch in der Gemeinde sein darf und dass ich Gottes Wort verkündigen darf und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst erleben dürfen. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für euer Vertrauen. Also schön, dass ihr da seid. Und nicht auf die Umstände schauen, Jesus vertrauen. Das ist so meine Botschaft von einem liebenden Vater, dass wir ihm vertrauen dürfen in allen Situationen, in allen Umständen unseres Lebens. Und die Petra, die hatte es ja vor uns schon angesprochen, vorige Woche waren wir auf einem Netzwerktreffen von Vaterherz bewegt. Und als ich nach Hause gefahren bin, auf der Autobahn, da war irgendwie so ein Industriepark und in diesem Industriepark, da war ein großer Turm, der hat auch dazu gehört und das hatte dann jemand gemietet als Werbefläche. Und da stand ganz groß, in großen Buchstaben, ich halte dich, Gott. Und ich dachte, was für eine Botschaft, was für eine Ermutigung. Ich halte dich. Ich halte dich fest in den Widrigkeiten des Lebens. Ich halte dich fest, wenn du durch die finsteren Täler des Lebens gehst. Ich halte dich fest in den Stürmen und in den Umständen deines Lebens. Ich halte dich fest und dieses Versprechen, das kommt nicht von einem Menschen, sondern dieses Versprechen kommt von unserem Vater im Himmel, der an Jesus Christus ein Mensch geworden ist und der dasselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er hält dich nicht nur in der Vergangenheit, heute, sondern auch im Morgen. Amen. Ich halte dich fest, selbst wenn es dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, selbst wenn dein Herz erschüttert worden ist, selbst wenn dir der Glauben zwischen den Fingern zerrinnt, die Wunder von gestern dir heute nicht helfen. Er hält dich fest. Er ist für dich. Er ist Immanuel, der Gott mit uns, der Gott mit dir. Er hält dich fest und er hält an dir fest. Auch wenn wir es mal versemmelt haben, auch wenn wir falsche Wege gegangen sind, falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn wir versagt haben. Er ist mehr interessiert an unserer Wiederherstellung als an unserem Versagen. Er hält fest, wenn wir in Sünde gefallen sind. Er geht uns nach. Sein Herz ist für uns. Amen. Das ist unser Vater im Himmel. Er hat ein Herz voller Liebe und ihm dürfen wir vertrauen. Amen. Ich habe viele, viele Jahre, 21 Jahre, auf einer Intensivstation gearbeitet. Die letzten 4 Jahre, also dann von 22, 23, 24, 25, habe ich dann in der Rettungsstelle gearbeitet. Und als ich noch auf der Intensivstation gearbeitet habe, da haben wir immer das OP-Programm bekommen für den nächsten Tag. Und da stand alles drauf, was am nächsten Tag
operiert werden sollte. Da stand also der Name und was operiert werden sollte. Und da stand zum Beispiel Gallenblasenoperation oder Magenoperation und so weiter und so fort. Und manchmal stand auf diesem Operationsprogramm ein englischer Begriff. The second look. Der zweite Blick. Und zwar folgendes war passiert. Wir haben ja oft auch mal Leute bekommen von der Autobahn. Vollkommen polytraumatisiert. Und wo es auch, ganz, ganz schlimme Bauchverletzungen gab. Und dann kommen die Leute völlig ausgeblutet ins Krankenhaus und da wird dann schon gesagt, OP und so weiter und fertig machen und alles ist irgendwie in Anspannung. Dann kommen die Leute rein, alles geht ganz schnell, geguckt, wo sind die Gefäße, große Gefäße, Klemmen rangesetzt, die Milz entfernt, Bauchtücher reingesetzt, die Blutung steht, Bauch zu, mehr geht gar nicht. Und dann kommen die meistens dann zu uns auf die Intensivstation, dann laufen dort mal ganz viele Liter Blut auch rein. Und dann, wenn die sich stabilisiert haben, dann kommt the second look, der zweite Blick. Dann wird nochmal ganz in Ruhe aufgemacht, nachgeschaut, geordnet, sortiert. Und auch das, was beim ersten Mal noch nicht in Ordnung gebracht wurde, dann wird das dann noch in Ordnung gebracht, damit es zur völligen Wiederherstellung kommt. Und ich möchte heute Morgen mit euch einen Second Look machen. Vielleicht auch den 25. Blick auf einen kurzen Psalm, den ihr alle kennt, den ihr vielleicht auch in- und auswendig kennt, den ihr vielleicht bei euch zu Hause irgendwo aufgehängt habt, das ist der Psalm 23. Und ihr habt schon so viel über diesen Psalm gehört. Ihr kennt ihn bestimmt in- und auswendig. Ich habe ihn heute mitgebracht und ich möchte mit euch nochmal darauf schauen. Und ich möchte heute ganz besonders mit euch einen neuen Blick auf die Täler richten. Wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, dann fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Darum soll es heute Morgen gehen. Einen neuen Blick auf die finsteren Täler, auf die Täler des Todesschattens zu bekommen. Ich lese mal ganz kurz vor. Der Herr ist mein Hirte. Cool, ne? Der Herr ist mein Hirte. Schon im Alten Testament wird Gott als Hirte bezeichnet. Und er ist der gute Hirte. Und dieser gute Hirte bekommt in Jesus Christus ein Gesicht. Er wird Gott zum Anfassen. Und dann sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht Yahweh, den guten Hirten. Ich bin der gute Hirte. Und wir fangen auf einem sehr hohen Niveau an, dieser Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und hier geht es um etwas Ganzheitliches. Gott möchte, dass es uns gut geht. An Körper, an Seele und an Geist. Er ist unser Versorger. Und weil der Herr unser Hirte ist, deshalb wird uns nichts mangeln. Und dann geht es weiter. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Und alles das steht für eine
Versorgung Gottes. Er ist Yahweh Jireh, der Gott, der uns sieht, aber auch der Gott, der uns versorgt, der es gut mit uns meint. Und dann heißt es, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führt uns, er führt dich auf dem richtigen Weg. Gott kümmert sich um uns. Er ist für uns da. Er sorgt für uns. Er möchte, dass wir nicht auf falsche Wege geraten. Er möchte, dass wir nicht vom Weg abkommen. Der Vater will für uns sorgen und das in allen Bereichen unseres Lebens. Und das ist eine ziemlich hohe Ebene, mit der David in diesem Psalm einsteigt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber manchmal geht es mit einem Mal ganz runter. Da gibt es manchmal gar nicht irgendwie so einen Weg dorthin, sondern mit einem Mal passiert etwas in unserem Leben und wir sind mit einem Mal in einem finsteren Tal. Aber die gute Nachricht ist, und wenn ich auch wanderte durch das finstere Tal oder durch das Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ich segne dich heute Morgen, dass du weißt, egal durch welches Tal du gehst, egal welchen Namen dieses Tal trägt, du bist nicht allein, weil der Vater versprochen hat, mit dir dadurch zu gehen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Amen. Du bist nicht allein. Jesus hat einmal gesagt, ich bin nicht allein, denn der Vater ist alle Zeit bei mir. Und dieser Jesus lebt in dir. Und deshalb darfst auch du sagen, in den Stürmen deines Lebens, in den finsteren Zeiten deines Lebens, in den nebligen Zeiten, dort, wenn du nichts mehr siehst, wenn du keine Perspektive mehr hast, wenn du keine Hoffnung mehr hast, ich bin nicht allein, denn der Vater ist alle Zeit bei mir. Egal durch was ich gehe, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dieses finstere Tal, das ist ein sehr bedrohlicher Ort. Auch für eine Schafherde ohne Hirten ist ein finsteres Tal ein bedrohlicher Ort. Und wir alle kennen bedrohliche Orte. Orte, die wir am liebsten vermeiden wollen, die uns Angst machen, die uns in Sorge und in Schrecken versetzen. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der gute Hirte und ich gehe mit dir dadurch. Halleluja. Das ist diese Botschaft der Ermutigung. Jesus geht nicht weg. Selbst im Angesicht des Todes geht er nicht weg. Bemühe den Meister nicht mehr. Deine Tochter ist gestorben. Und Jesus überhörte es. Und auch im Angesicht des Todes geht Jesus nicht weg, denn er ist das Leben. Er ist das Leben. Und er ist für dich. Er ist persönlich der gute Hirte für dein Leben. Und wir werden heute diesen Gottesdienst vor dem Abendmahl werde ich kurz beten. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, ganz neu, Jesus als den guten Hirten in dein Leben einzuladen. Er geht mit uns durch unser Leben
hindurch. Mit ihm an der Hand können wir in der Geborgenheit des Himmels leben, auch wenn uns das Leben um die Ohren fliegt. Er geht nicht weg. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Er bleibt. Und selbst auf der letzten Etappe unseres Lebens, wenn wir wirklich durchs Todestal gehen, dann gehen wir an der Hand von Jesus in die Dimension der Ewigkeit. Wir atmen hier aus und im Himmel ein und wir sehen unseren König, wie er ist. Halleluja. Vielen Dank, mein Lieber. Ich hoffe, dass euch diese Bilder ein bisschen helfen. Täler, das kann alles Mögliche sein. Krisen, Katastrophen, Angst, Verlust, Krankheit, Depression, Ausweglosigkeit, auch Einsamkeit, Erschöpfung, keine Perspektive mehr, Hoffnung mehr, Nöte aller Art. Ich weiß vom Krankenhaus, ein Anruf kann genügen, um dein Leben völlig aus der Bahn zu werfen. Aber auch gesellschaftliche Veränderungen, die wir gerade erleben, Krieg, Inflation und so weiter, wo die Dinge anders laufen, aus dem Ruder laufen, wo uns das Leben manchmal aus den Händen gleitet. Aber ihr Lieben, finstere Täler sind Teil unseres Lebens. Und finstere Täler werden auch immer Teil unseres Lebens bleiben, bis wir in den Himmel gehen, weil dort ist nur Licht. Und deshalb brauchen wir einen Perspektivwechsel für die finsteren Täler. Deshalb brauchen wir den Second Look, den zweiten Blick. Und der Perspektivwechsel lautet Vertrauen. Ich, in dem Lied vom Timo Langer, da heißt es, ich vertraue dir, egal was auch passiert. Oftmals sagen wir, Gott, ich verstehe dich nicht. Das müssen wir auch gar nicht. Das können wir auch gar nicht. Aber Vertrauen, das können wir ihm trotzdem. Warum? Weil er gut ist. Und dieses Vertrauen, das drückt sich darin aus, dass wir wissen, du bist auch bei mir in diesen finsteren Tälern und auch in diesen finsteren Zeiten wirst du mich versorgen, wirst du dich um mich kümmern und auch durch diese Täler wirst du mich führen und du bringst mich sicher auf die andere Seite. Und Täler, die können manchmal richtig lang dauern. Hier reden wir nicht von 1-2 Wochen. Kann manchmal Jahre dauern, Jahrzehnte dauern. Ich kenne Menschen, das sind meine engsten Freunde. Seit 20 Jahren löst ein Unheil das andere ab. Und ich bewundere sie, wie sie da hindurchgehen. Und immer wenn du gedacht hast, jetzt sind sie durch, kam das Nächste. Und immer heftig und immer heftiger als das, was vorne weg war. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle mögen keine finsteren Täler. Wir wollen sie vermeiden. Wir wollen irgendwie darum herumkommen. Und wir entwickeln sogar manchmal so eine Art Vermeidungstaktik. Wisst ihr, wir merken, da ziehen irgendwie dunkle Wolken am Horizont auf und die haben folgende Botschaft, da kommt etwas ganz Schlimmes auf dich zu und dann versuchen wir menschlich irgendwie um diese Wolken herum zu kommen, damit uns das nicht trifft. Aber David gibt uns einen neuen Blick auf die schwierigen Zeiten. Gucken wir noch mal genau hin. Der Anmarschweg war, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Grüne Auen, frisches Wasser.
Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hohe Ebene. Jetzt geht's runter. Ganz ins Tal. Schwierige Zeiten. Aber auch diese Täler können in uns etwas Gutes hervorbringen, was nicht hervorgekommen wäre, wenn wir nicht durch dieses Tränental hindurchgegangen wären. Denn was kommt dann? Dann kommt der gedeckte Tisch. Dann kommt der Becher, der überfließt. Ihr Lieben, den gedeckten Tisch, den gibt es nicht ohne das Tal. Der Becher, der überfließt, den gibt es nicht ohne das Tal. Täler gehören zu unserem Leben, ob wir es wollen oder nicht. Auch wenn finstere Täler uns nicht gefallen, so hat Jesus uns versprochen, uns dahin durchzubringen. Und die gute Nachricht ist, deshalb brauchen wir auch vor den Tälern keine Angst zu haben. Denn er ist bei uns. Weil Gott ist immer noch da und er geht nicht von uns weg. Er hat es uns versprochen im Alten Testament. Er hat es uns versprochen im Neuen Testament. Und sein Wort ist Ja und Amen. Und seine Verheißungen gelten uns. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich nicht versäumen. Danke für eure Begeisterung. Ja, das ist wichtig, das muss doch in unser Herz hinein. Wir brauchen doch etwas, wo wir verankert sind, wenn wir durch diese finsteren Täler gehen. Wir brauchen doch etwas, was uns hält im Sturm. Wir müssen uns verankern im Vaterherzen Gottes. Da haben wir einen sicheren Halt in den Stürmen unseres Lebens. Und er sagt, ich halte dich fest, Carola, wie ist dein Name? Nochmal. Brigitte, ich wusste es noch. Brigitte, ich halte dich fest und am liebsten würde ich zu jedem gehen, euch das allen zusprechen. Egal durch was du gehst, du bist nicht allein. Ich halte dich fest. Und ich möchte dich ermutigen, bitte mach nicht den Fehler und versuche ohne Jesus durch die Täler deines Lebens zu gehen. Und ihr Lieben, es gibt manche Früchte, die wachsen auf dem Berg und die wachsen im Tal. Und es gibt eine Frucht und die wächst nur im Tal. Und diese Frucht heißt Vertrauen. Diese Frucht wächst nicht auf den Höhen deines Lebens, wenn du alles meisterst. Manchmal spreche ich mit Leuten auch über Jesus und sie sagen, hey, mir geht's gut, ich habe alles, was ich brauche. Mir geht's gut. Ich brauche Gott nicht, ich brauche Jesus nicht, ich habe alles, was ich brauche. Mir geht's gut. Ich habe eine gute Familie, ich habe eine tolle Frau, meine Kinder, geht allem gut. Guten Beruf, genug Einkommen, alles ist gut. Wozu soll ich Gott vertrauen? Vertrauen wächst nicht auf den Bergen. Vertrauen wächst in den Tälern. Und hier im Psalm 84, da heißt es, Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Wow, was für eine Botschaft der Ermutigung. Und Jesus geht mit uns durch die Täler und er benutzt die Täler,
um uns auf eine neue Ebene zu bringen. Anmarschweg, Tal, hoch. Gedeckter Tisch, mein Becher fließt über, gesalbt mit Öl. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. David wurde zum König gesalbt. Ihr Lieben, Salbung bedeutet, dass Gottes Segen, dass Gottes Kraft, seine Vollmacht, seine Autorität, seine Berufung in unser Leben hineinkommt, um das zu tun, was Gott möchte, dass wir tun. Wozu Gott dich und mich berufen hat. So, die Frage ist, wie entsteht Öl? Öl entsteht durch Druck. Es ist interessant, dass der Garten Gethsemane übersetzt Ölpresse heißt. Das war ja ein Garten mit Olivenbäumen. Und in diesem Garten wurde Jesus zerpresst. Sogar im Physischen, dass der Blut sich mit seinem Schweiß vermischt hat. Das war eine furchtbare Zeit. Ölpresse. Öl wird gewonnen durch Druck. Eine ölhaltige Frucht wird in die Ölpresse getan, dort zerquetscht und durch Druck wird das Öl heraus oder daraus gewonnen. Im Tal wächst etwas, was Gott benutzt, um dich zu salben, um dich zu bevollmächtigen, um dich zu gebrauchen, und jetzt hör gut zu, damit du für andere ein Segen sein kannst. Amen. Damit dein Becher überfließt, damit du eine Menge abgeben kannst, damit du etwas empfängst, um anderen zu geben, damit du gesegnet wirst, um für diese Menschen in dieser Welt ein Segen zu sein. Amen. Darum geht es. Empfangen, um zu geben. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Kann Gott das nicht anders machen? Doch, das kann er, aber das will er nicht. Wir würden gerne die Täler vermeiden. Aber ihr Lieben, und das ist dieser Perspektivwechsel, das ist dieser Second Look, der zweite Blick. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir auch zu den Tälern unseres Lebens ein Ja haben. Damit Gott Dinge in unserem Leben hervorbringen kann, damit wir seine Segnungen nicht verpassen, damit wir nicht am gedeckten Tisch vorbeilaufen, damit unser Becher nicht halb voll bleibt. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht zulassen, dass uns die Täler vom guten Hirten und von der Gemeinde, von der Herde trennen. Das ist deine und meine Entscheidung. Wir müssen auch manchmal, auch wir selber haben es erlebt in Reichenbach, auch manchmal müssen wir als ganze Gemeinde durch ein Tal hindurchgehen. Und ich ermutige euch zu folgender Herzenshaltung, dass jeder von uns sagt, Papa, ich vertraue dir, dass du mich da durchführst und dass du am Ende etwas Gutes daraus machst. Papa, egal welches Tal kommt, egal welchen Namen es trägt, ich vertraue dir, ich klammere mich ganz fest an dich und ich vertraue dir, dass du mich gut durch dieses Tal hindurchspringst und dass du am Ende noch etwas Gutes daraus machst und dass ich am Ende auch zum Segen für andere sein kann. Und eines ist sicher,
das nächste Tal wird kommen. Es wird kommen. Und dann brauchen wir die richtige Perspektive. Vielleicht bist du gerade jetzt in so einem Tal. Vielleicht ziehen gerade dunkle Wolken auf. Aber sogar im Todestal, durch das wir alle einmal gehen werden, auch da geht Jesus mit uns hindurch. Und was erwartet uns denn dann? Ein gedeckter Tisch. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Und wir gehen mit Jesus im Vertrauen durch die Täler und vertrauen ihm, dass er am Ende etwas Gutes daraus macht. Gott steht zu seinem Wort. Ich bin bei dir. Ich halte dich, Gott. Ich halte dich fest in den stürmischen Zeiten deines Lebens. Ich halte dich fest. Ich gehe mit dir durch die finsteren Täler deines Lebens. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich von nichts abhalten, Gott zu vertrauen. Und sei sogar bereit, risikoreiche Wege zu gehen, weil Jesus führt dich an einen guten Ort. Halleluja. Lesen wir den Psalm noch ganz schnell zu Ende. Psalm 23 noch zu Ende. Und da heißt es, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Es gibt einen Unterschied zwischen Stecken und Stab. Den Stecken, das ist das Stecken des guten Hirten. Da geht er uns voran, den nimmt er in der Quere und wir folgen ihm nach. Er geht uns voraus. Er stützt sich auf diesen Stab und er hat uns im Blick. Er ist der Gott, der dich sieht und der dich nicht übersieht, dem es nicht egal ist, wie es dir geht. Und wenn du dich verlaufen hast, zieht er dich mit diesem Stab wieder herauf. Und den Stecken, den nimmt er niemals für die Herde. Das ist nämlich eine Keule, um all die Feinde um dich herum in die Flucht zu schlagen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Ich werde bleiben im Vaterhaus der Liebe Gottes alle Zeit und das bis in Ewigkeit. Und ich segne euch mit einem ganz, ganz starken Vertrauen in Jesus, den guten Hirten. Ich segne euch mit einem ganz, ganz starken Vertrauen in einen guten Gott und Vater, der versprochen hat, uns durch alle stürmischen Zeiten hindurch zu begleiten und uns sicher ans andere Ufer zu bringen. Ich segne euch mit einem ganz, ganz starken Vertrauen in einen liebenden Vater, das durch nichts und niemand und durch keine Umstände erschüttert werden kann. Ich segne euch damit, dass ihr wisst, Gott ist gut alle Zeit und seine Güte währet ewiglich. Amen. Papa, ich danke dir für diese wunderbaren Menschen hier. Papa, ich danke dir für deine Kinder hier. Für deine Jungs und für deine Mädels hier. Und Papa, danke, dass du sie siehst. Danke, Papa, dass du sie nicht übersiehst. Danke, dass sie dir nicht egal sind. Papa, und wir bringen dir jetzt, gerade jetzt in diesem Moment,
die Täler, durch die wir gerade durchgehen. Und wenn du gerade in so einer Situation bist, dann bring sie ihm jetzt nochmal hin. Wenn du durch so ein Tal von Krankheit gehst, durch Einsamkeit, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit oder auch Angst vor der Zukunft, bring es ihm. Er ist König. Er ist Herr. Über jede Situation. Über jeden Umstand. Und Jesus, ich treffe heute Morgen eine Entscheidung. Jesus, ich vertraue dir. Wenn wir wollen, wir können das auch mal zusammen laut sagen, das ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir, egal was auch passiert. Jesus, ich vertraue dir. Und ich halte mich ganz fest an dich. Und ich vertraue dir dafür, dass du mich gut durch dieses Tal, durch die Täler meines Lebens bringst. Und ich vertraue dir, Jesus, dass du auch in den Tälern etwas Gutes in meinem Herzen tun kannst. Und dass mit dem Trost, womit ich getröstet werde, ich auch anderen trösten darf. Papa, ich danke dir, dass du mir etwas geben wirst, was ich an andere weitergeben kann. Ich danke dir, dass du mich segnen wirst, damit auch ich für andere ein Segen sein kann. Und Jesus, ich lade dich heute als den guten Hirten in mein Leben ein. Ganz bewusst, ich öffne mein Herz und sage, Jesus, sei ganz, ganz herzlich willkommen als der gute Hirte in meinem Leben. Und Jesus, ich danke dir für deine Versorgung. Jesus, ich vertraue dir für meine Versorgung, denn du bist die Quelle des Lebens. Jesus, ich vertraue dir für Leitung und für Führung. Du führst mich auf rechter Straße. Du bewahrst mich vor falschen Wegen. Jesus, ich vertraue dir. Und Jesus, ich vertraue dir für deinen Schutz und für deine Bewahrung. Danke, Jesus. Du bist mein guter Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ich vertraue dir.